Schönen guten Abend. Seid ihr alle da? Ja! Und herzlich willkommen auf unserer mittlerweile 8. Mahnwache für den Frieden hier in Braunschweig. Herzlich willkommen und schön, dass ihr alle wiedergekommen seid. Haben wir denn auch heute neue Gesichter hier? Super! Herzlich willkommen allen Neuen hier. Euch sei gesagt, kommt nächste Woche wieder und bringt einen mehr mit, auf dass wir noch mehr werden. Den ganzen Schlossplatz möchten wir irgendwann hier voll haben als Mahnwache für den Frieden, gegen den Krieg, gegen das Töten, gegen das Sterben. Ja, erstmal, wie gesagt, die Begrüßung und ich möchte mich auch mal bedanken. Wir hatten letzte Woche im Internet aufgerufen zu einer kleinen Spendenaktion für unsere neue Anlage. Es sind sehr, sehr viele Zusagen eingegangen und alle wollten sie heute bezahlen. Also wer das möchte, hier steht ein Krug, da könnt ihr dann euren Obolus hinein entrichten. Wir haben es geschafft, die Anlage ist damit bezahlt. Heute möchte ich gar nicht so viel sagen, also zumindest nicht, warum ich hier stehe. Das wisst ihr, das habe ich die letzten Wochen immer wieder wiederholt. Und ich habe mir gedacht, ich beginne heute mal mit etwas anderem. Und zwar, indem ich einfach mal rumgehe und einige Leute frage, warum sie denn hier stehen. Bitte schön, du hast das Wort. Ich bin eigentlich hier, weil ich das System halt total daneben finde. Das Bankensystem, das Finanzsystem, dieses gesellschaftliche System. Ja, ich bin hier, weil für mich der Frieden sehr, sehr wichtig ist, weil Gesundheit für mich wichtig ist und weil ich Menschen hochinteressant finde und denke, dass ich hier Impulse setzen kann, ein bisschen helfen kann, dass die Menschen ein bisschen positiver wieder in die Welt gehen. Hallo, ich bin Angela. Ich bin hier, weil ich für Frieden demonstriere, in mir und in anderen Menschen. Ich bin hier, weil ich ein absolut friedlicher Mensch bin und ich alles ablehne, was mit Gewalt zu tun hat und ich eben halt auch nicht möchte, dass Menschen schlecht geht. Und ja, ich mahne einfach mit. Also ich stehe eigentlich für Frieden, für Änderung eines Systems, Änderung von Gesellschaft, dass wir ein bisschen mehr nicht an Geld nur denken, sondern auch auf unsere Gefühle, unsere Zusammenhänge. Hallo, kann mich nur einen anschließen und es wird unbedingt Zeit, auf die Straße zu gehen und deswegen bin ich hier. Ich bin auch der Meinung und ich habe gedacht, wenn ich das System schlecht finde, oder wenn ich auf die Straße gehe, wer geht denn sonst demonstrieren für mich? Ja, hallo, ich bin Kevin, bin heute das erste Mal hier und bin hier, da ich auch 1:1 Erfahrung aus der Finanzbranche habe und habe festgestellt, dass man in den Gegebenheiten der Finanzbranche, wie es eben ist, Menschen nur schwer helfen kann. Bin dann nach 3 Jahren wieder ausgestiegen und da ich das System verstanden habe, ist es einfach, oder ich kann nichts Gutes daran finden, es ist einfach schädlich für die Menschen und das Zinssystem muss aufhören. Da muss man entsprechend auch was machen. Dieser ganze Facebook-Aktionismus ist ja ganz nett, aber irgendwann muss man dann doch mal auf die Straße gehen und sagen, Leute, so ist es und das muss geändert werden. Ja, hi, ich bin auch zum ersten Mal hier. Ich habe gehört, es gibt Menschen, die versammeln sich montagabends hier, um für Frieden zu demonstrieren. Und ich dachte, ich gucke mir das mal an und bin bis jetzt total beeindruckt von dieser netten Atmosphäre davon, dass sich Menschen aufraffen, sich Zeit nehmen, das zu tun. Und Frieden finde ich ein ganz, ganz wichtiges Thema auf allen Ebenen. Privat bei mir zu Hause, mit mir selbst, mit meinen Nachbarn, mit der Gesellschaft, mit dem Planeten. Ja, und ich bin gespannt, was mich noch erwartet und hoffe, dass wir einen schönen und inspirierenden Abend hier haben. Ja. Ja, hallo, ich bin Eva. Ich
bin auch das erste Mal da und habe das aber schon mir ein paar Mal auf YouTube angeguckt, verschiedene Veranstaltungen in Berlin und auch woanders. Und ich mache mir große Sorgen um das Überleben des Planeten bzw. seiner Bewohner hier, also auch des Menschen, der Tiere und der Pflanzen. Ich sehe wenig Abrüstung und viel Aufrüstung. Ich finde, dass sich die Situation hier in Europa zuspitzt und die Ressourcen knapper werden und der Bedarf aufgrund des Wachstumszwangs der Wirtschaft und des Geldsystems zunimmt. Und ich möchte gern diesen Wachstumszwang endlich beendet wissen. Und ja, deshalb bin ich da. Danke. Hallo, ich bin Erik und ich bin hier, weil ich finde, dass ich etwas verändern muss und dass es an uns liegt, an uns Menschen, dass diese Veränderung in die Wege zu leiten und eben für mehr Menschenrechte auf die Straße zu gehen und dafür, dass es allen Menschen auf dieser Welt besser geht, weil diese Möglichkeit besteht und dafür sollten wir uns alle einsetzen. Dankeschön. Hi, ich bin Alex. Ich bin hier, weil ihr mir wichtig seid, weil mir meine Mitmenschen wichtig sind, weil ich mir selbst auch wichtig bin und ich einfach festgestellt habe, dass in unserem täglichen Leben einfach total viele negative Sachen einfach daherkommen, weil wir immer mehr konsumieren wollen, weil wir besser sein wollen als andere. Und auf globaler Sicht ist das Krieg und hier unter uns ist es einfach total ein Konkurrenzkampf und da bin ich einfach dafür hier, um dagegen zu stehen, um für ein friedvolles Miteinander hier zu sein und einzustehen. Hallo, ich bin hier, weil ich Freunde in der Ukraine habe, die jetzt richtig leiden. Und irgendwas müssen wir hier machen. Hallo. Ich bin Oliver, ich bin hier, weil ich einfach möchte, dass die Welt und die Menschen auf der Welt zusammenarbeiten und nicht gegeneinander arbeiten. Ich möchte, dass ich meinen Kindern irgendwann eine lebenswerte Welt hinterlasse und denen nicht sagen muss, dass sie das Feld nicht mehr bestellen können, weil es heutzutage besser für die Wirtschaft war, da irgendwelche Abwasser reinzupumpen oder Großindustrie dahinzustellen, die den Boden vergiftet. Hallo, Braunschweig. Ich bin hier, weil das hier auch so ein bisschen eine Art Gegenöffentlichkeit ist, weil das irgendwas ist, was in den Medien nicht stattfindet und weil ich das Gefühl habe, dass die Medien, die ja eigentlich die öffentliche Debatte betragen sollten, das Ganze nicht abbilden und wesentliche Teile der Realität überhaupt nicht mehr abbilden. Insofern finde ich das gut, wenn wir hier mal miteinander reden über solche Sachen. Ich bin hier, es ist eine Friedenswache und zu Hause alleine kann ich nichts dagegen machen und es ist schön, so eine Gemeinschaft zu haben, die aussprechen, was wahr ist und einfach zusammenkämpfen. Und wenn es mehr werden, immer mehr werden, dann verbreitet sich das und dann sind wir bald nicht mehr so klein. Und ich denke mal, da können wir mehr erreichen als zu Hause alleine. Hallo, ich bin hier, weil ich möchte, dass irgendwann meine Kinder und zukünftige Enkelkinder auch noch im Frieden leben können. Hallo, ich bin hier mit, um ein Zeichen zu setzen und auch halt nicht zu Hause zu setzen und nichts zu tun. Und bin halt auch der Hoffnung, wenn immer wieder eine mehr kommt, dann ja, werden es halt auch immer mehr. Ja, hallo, ich bin Zeynep. Ich bin schon vor über 20 Jahren aus der Gesellschaft ausgetreten, indem ich in den Islam eingetreten bin und habe hier viel mit Feindschaft schon deswegen zu tun gehabt, möchte aber heute dieses Bild nutzen, um den Medien auch zu zeigen, dass wir hier keine Faschisten sind, sondern dass hier auch Muslime dabei sein dürfen, die hier nicht ausgebucht werden. Hallo, ich bin Anton. Ich bin hier, weil ich einfach nicht untätig rumsitzen will, während unsere Politiker und Medien teilweise uns schlecht vertreten und es eventuell zum Krieg kommen könnte in der Ukraine. Und, weil ich auch daran glaube, dass unser System viele Makler, die man aber auch beheben kann, dass wir uns vernetzen sollten und ja, deshalb bin ich. Ja, ich bin Patrick und ich bin unter anderem hier einfach, weil ich gegen diese ganze Ungerechtigkeit auf dieser Welt bin, dass zum Beispiel die reichsten 85 Menschen auf dieser Welt genauso viel
Vermögen besitzen wie die Hälfte der Menschheit, also 3,5 Milliarden. Und das einfach nur bösgradig, kriminell und asozial, so würde ich das formulieren. Hallo, ich bin Engi. Ich bin hier eigentlich hauptsächlich wegen des Irakkriegs, weil er unbegründet war, wie wir festgestellt haben mittlerweile. Und weil da immer noch große Sachen passieren mit Uranmunition, dass da jetzt so viele Geburten kommen und auch Totgeburten. Und das ist ja nicht nur im Irak so, wahrscheinlich auch in Afghanistan. Und da gibt es noch so viel, wieso man hier sein sollte. Hallo, ich bin Ranni. Ich bin hier vor allem deswegen, weil ich denke, es gibt super viele Ideen, wie man eine bessere Welt gestalten kann. In ganz vielen Richtungen, in Richtung Ökologie, in Richtung Gesundheit. Die Ursachen für die Kriege sind großteils bekannt. Und es liegt einfach nur an der Masse der Menschen, sich dafür einzusetzen und diese Sachen auch zu erreichen. Einmal auf der einen Seite das Wissen weiterzugeben, dass es diese Lösung bereits gibt und man da zusammen dran arbeiten muss, um diese Sachen umzusetzen. Und nur zusammen sind wir stark. Deswegen bin ja auch ich hier, genau wie viele von euch. Mein Name ist Sarah. Ich besuche hier die Montagsdemo eigentlich auch regelmäßig. Ich finde es ganz, ganz wichtig, was auch ganz viele davor schon gesagt haben. Da schließe ich mich auf jeden Fall an. Ich finde es wichtig, auf die Straße zu gehen und etwas zu machen und vor allem Kinder dann nur dann in die Welt zu setzen, wenn man auch was bewegen kann. Hallo, ich bin der Jan Henrik und ich bin hier, weil ich euch eine Stimme geben will, beziehungsweise das Ganze aufzeichnen. Danke. Dankeschön. Auch für alle, die hier unterstützen, indem sie hier mit aufbauen. Jan Henrik, der filmt, der auch immer die Anlage mitbringt, etc. Und ihr wisst, dass ich die ganze Zeit dazu aufrufe, dass wir uns Gedanken machen müssen, nachhaltiger zu leben. Und dass ich für Konsumverzicht bin. Dass wir eben nicht immer alles wegschmeißen, neu kaufen, sondern dass wir eben daran denken, vielleicht kann der eine oder andere das gebrauchen, was ich nicht mehr brauche. Und dass man anfängt zu tauschen. Und deswegen habe ich heute den Anfang gemacht. Am linken Tisch steht eine Kiste, die ist voller Bücher. Und die sind kostenlos. Die könnt ihr euch mitnehmen. Es steht euch frei, wenn ihr was mitbringen wollt, auch was dahin zu tun. Aber es ist keine Pflicht. Also nicht wer sich was nimmt, muss auch was wieder reintun. Das wollte ich nur sagen. Und damit übergebe ich an Rick.